Hallo und herzlich willkommen zu Monday Night Raw und ich hoffe, dass diese Ausgabe jetzt wirklich wieder so gut wird, wie ich sie geplant habe, denn bevor es jetzt losgeht, müssen wir erstmal wieder ein paar Sachen klären. Erste Sache, das ist ein verstecktes Bist du aktiv Video. Ihr habt heute Morgen, also der Wochenplan sieht momentan so aus, da sollte ich vielleicht erstmal drauf eingehen, so ist es zumindest geplant. Heute am Dienstag Raw, bist du aktiv Part 1 quasi, morgen bei NXT ganz normal mittwochs quasi der zweite Part von bist du aktiv, Donnerstag soll der erste Part des FIFA LPs kommen, Freitag Smackdown wie gewohnt mit bist du aktiv, Samstag FIFA Part 2, Sonntag FIFA Part 3, dann haben wir die Testspielzeit quasi hinter uns diese Woche noch und dann kann es nächste Woche losgehen mit 3 Videos die Woche, 3 Spieltage in unserer Bundesliga. So, und jetzt wird's wichtig. Ich denke mal, die Planung wird so passen, dass das auch an den Tagen so kommt. Bist du aktiv? Ihr habt in Raw heute, morgen bei NXT und am Freitag bei SmackDown die Chance wieder zu schreiben, ja, ich bin aktiv. Denn ich will mal wieder aussortieren, wer alles inaktiv ist. Denn da sind, glaube ich, so einige, die nur mal einen Superstar gewählt haben. Und deswegen, denke ich mal, wird's wieder Zeit, die Aktivität zu überprüfen. Deswegen, jetzt in die Kommentare schreiben, am besten auch mit dem Usernamen, in dem ihr in der Beschreibung eingetragen seid. Also wenn jetzt zum Beispiel Jimmy Uso, nehme ich jetzt als Beispiel, der Fußballspieler 123 wäre, dann sollte jetzt auch Fußballspieler 123 hinschreiben. Sonst muss man halt schreiben, ja, ich habe einen Account gewechselt, aber das muss dann auch wirklich so sein. Glaubt mir, das kann man überprüfen. Und was noch? Lass mich kurz überlegen. Also wie gesagt, bist du aktiv, schreibt's rein. Ihr solltet dann auch wirklich aktiv sein. Also ist auch kein Ding, wenn ihr jetzt sagt, ja, ich bin nicht wirklich aktiv, ich guck nur, aber ich schreibe nicht viele Kommentare. Dann gebt den Superstar ruhig ab. Das ist ja auch kein Problem, aber es ist halt besser, wenn die Leute, die aktiv sind, die Superstars bekommen. Oder seid einfach aktiv. Werdet aktiver, schreibt in die Kommentare. Ich kann hier nur nochmal auf den Skype-Chat und aufs Forum hinweisen. Da wird richtig viel entschieden und richtig viele Matches gemacht. Allein der Skype-Chat, glaubt mir Jungs, das ist kein Skype-Chat, der so halb tot ist. Da geht's richtig den ganzen Tag mit Nachrichten ab. Ob man das gut oder schlecht findet, weiß ich ja nicht. So, das habe ich gesagt. Kevin Nash. Kevin Nash braucht einen von euch, einen Abonnenten, denn der hat noch keinen, der ihn quasi spielt. Deswegen, der ist noch frei. Wer will Kevin Nash sein? Da läuft ja noch die Fehde mit HBK und mit Randy Orton. Also auch relativ interessant. Wer will den haben? Sollte auch ein relativ aktiver User sein. Dann, was ist mit Luke Harper? Luke Harper, bist du noch da? Unser lieber Heiko Schwab, der auch im FIFA-Let's Play dabei sein wird. Da weiß ich, dass er dabei sein wird. Aber was ist mit dem WWE-Let's Play? Bist du noch da oder nicht? Das werden wir einfach mal testen. Ich werde bei Raw, SmackDown und NXT gucken, wer hat geschrieben. Ihr braucht auch nur einmal schreiben. Also ihr könnt auch von mir aus mehrmals schreiben, das wäre eigentlich auch am besten, aber ich würde sagen, einmal schreiben reicht. Also wenn ihr jetzt einmal bei Raw schreibt, dann braucht ihr das nicht machen. Aber ich hoffe, dass ihr dann auch bei den anderen Parts dabei seid. Wie gesagt, das ist ein bisschen getarntes Video, damit nicht jeder sieht, ja, bist du aktiv? Dann schreibt da mal einmal, ja, bin da. Und dann sieht man die Leute ja nie wieder. So ist das ja leider. Wir starten mit Raw. Da sind drei Matches auf den ersten drei Plätzen, die mir vorgeschlagen wurden, die eigentlich auch Sinn machen, denn wir haben ja nicht so wirkliche Fäden auf den ersten drei Spots, aber so eine kleine Mini-Fäde, denn wir haben Rob Van Dam gegen Goldust. Die zwei haben sich ein bisschen in den Kommentaren bekriegt, finde ich auch richtig schön. Rob Van Dam und Goldust, das sind keine Leute, die jetzt um die vielen Titel kämpfen, aber die sind aktiv in den Kommentaren, fordern ihre Matches und ihr seht, sie bekommen hier ihre Matches. Rob Van Dam gegen Goldust, so das Ende dieser kleinen Mini-Fäde. Ja, wer kann hier heute Abend sich den Sieg holen. Es ist Goldust. Oh, der goldene Ast. Goldust. Das überrascht mich. Hätte jetzt auf RVD getippt. Dann Match 2, ein Tag Team Match der besonderen Art. Jimmy Uso und Jay. Die Usos natürlich gegen die Primetime Players. Million of Dollars. Millions of Dollars. Millions of Dollars. Ja, ich bin natürlich für die Primetime Players, denn ihr wisst, ich feiere die Jungs. Aber ein Sieg für die Usos, ja. So kann es laufen, man kann ja nicht immer recht haben. Und Match 3, The Miz gegen Eric Rowan. Ja, ich hoffe einfach, dass Luke Harper sich, wie gesagt, meldet oder dass wir ihn neu vergeben können. Denn, also das könnt ihr euch dann schon mal merken, bei SmackDown, wie gesagt, ist dann der letzte bist du aktiv Part. Bei dem Raw-Part, bei dem ersten Pay-Per-View-Part, ist ja schon die letzte Woche vor Over the Limit, da werdet ihr dann in der Beschreibung wieder bei einigen einen leeren Platz quasi finden und die könnte dann wieder sein. Miz gegen Rowan. Miz gewinnt. Und dann kommen wir jetzt zu dem ersten Match. Ich habe ja beide schon angekündigt. Hier sind die beiden Matches mal für euch. Batista gegen Luke Bass natürlich im Main Event und davor Ric Flair gegen Bad News Barrett. Und deswegen starten wir jetzt direkt mit diesem Match. Bad News Barrett ist ja der Number One Contender auf Curtis Axels Title bei Over the Limit. Und das Match wird es auch geben, natürlich. Könnt ihr mal ins Forum gucken, da ist die Matchcard soweit, wie sie bekannt ist, schon eingetragen unter Pay-Per-Views und dann könnt ihr das da lesen.
Da könnt ihr uns übrigens auch mal die alten Pay-Per-Views euch angucken, für die Leute vielleicht, die später eingestiegen sind. Und ich kann es nur nochmal betonen, kommt wirklich in den Skype-Chat. Lucarano LP Edden. Und dann seid ihr dabei. Das müsste eigentlich relativ schnell gehen. Dann füge ich euch hinzu und dann geht's richtig ab. Und da kommt Ric Flair, der Tag Team Champion mit Luke Bass. Aber ich weiß halt, wie gesagt, nicht. Das ist die Frage momentan, wahrscheinlich die größte Fehde, die bei uns momentan läuft. Was ist mit Age of the Fall? Halten da vielleicht noch Flair und Batista zusammen? Ich denke mal auf jeden Fall. Aber wie ist die Verbindung von Luke Bass und Ric Flair? Das frage ich mich halt, weil die sind halt noch zusammen Tag Team Champions. Ric Flair ist so ein bisschen der Mentor, Luke Bass der Schüler. Und deswegen, ich weiß nicht, können die denn noch miteinander? Weil ich stelle mir das schwer vor, Flair auf der einen Seite mit Batista sehr, sehr gut befreundet über die Jahre, auf der anderen Seite auch noch mit Luke Bass, mit seinem Schüler, stelle ich mir wirklich schwer vor. Er sitzt da quasi zwischen den Stühlen, aber wir werden natürlich jetzt sehen in den kommenden Wochen, wie das weitergeht. Wie gesagt, beim Pay-Per-View Handicap Match, The Shield versus die Tag Team Champions. Und da kommt der Bad News Barrett, der Mann, der mich wirklich überzeugt hat in diesem Fatal 4-Way Match, ich glaube letzte Woche, hat mir richtig Bock gemacht. Der Bullhammer, wie der da nacheinander eingeschlagen hat bei den Superstars, hat mir wirklich Spaß gemacht, das zu sehen. Auch ein komischer Satz, hat mir Spaß gemacht zu sehen, wie andere den Bullhammer abgekriegt haben, aber war wirklich gut. So, mein Favorit in dem Match, natürlich, ihr könnt es euch denken, Bad News Barrett. Ihr wisst, ich bin Bad News Barrett Fan. Allein, ich kann es jetzt nochmal erklären, für die Leute, die es vielleicht nicht verstehen. Bad News Barrett ist von seiner Art von Superstar, gefällt mir richtig gut. Und dazu, was ja wichtig ist für mich und für diesen Kanal, er ist super aktiv im Forum, ach, nicht im Forum, in den Kommentaren, das ist mir eigentlich immer das Wichtigste. Unter dem Video schreiben, das ist das Wichtigste. Forum finde ich auch schön, wenn man da auch noch aktiv ist, aber in erster Linie sollten die Kommentare zählen. Und das finde ich einfach nice. Er schreibt da so geile Sachen. Er schreibt halt wirklich diese typische Bad News Barrett Art. Die hat er einfach. Und die hat er sich richtig gut, ja, zu Herzen genommen. Und schreibt da richtig, richtig tolle Texte. Muss man so sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und deswegen bekommt er hier die Matches. War länger weg. Hat auch geschrieben, ja, ich bin jetzt mal weg. Komm aber wieder. Ja, und jetzt ist er wieder hier. Und ist richtig eingeschlagen im Fatal 4-Way Match, würde ich sagen. Mit den Bullhammer. Ja, erster Coverversuch hier von Ric Flair. Da war auch gerade eben ein Lowblow. Ich habe es genau noch gesehen aus dem Augenwinkel, aber wollte den Satz nicht unterbrechen. So, jetzt habe ich mich, glaube ich, wirklich eben alles gesagt. Wie gesagt, bist du aktiv? Schreibt's rein, wenn ihr aktiv seid. Ich weiß, Bad News Barrett, Ric Flair, das sind beides aktive Superstars. Luke Bass und Batista, denke ich mal auch. Also da mache ich mir keine Sorgen. Deswegen, die Live-Matches werden auch nach solchen Kriterien gebildet. Die Fäden, es bringt nichts, wenn ich zum Beispiel jetzt in dem Fall, wir haben die Kevin Nash, Randy Orton und HBK-Fäde. Dergon, das ist auch so ein Beispiel. Wenn ich weiß, wer der Superstar ist, welcher User der Superstar ist, so rum, dann ist das schon ein Zeichen, dass ihr aktiv seid. Dergon ist HBK, das weiß ich. Und schon wieder ein Lowblow von hier Ric Flair. Und der Referee tut schon wieder nichts. Aber Kevin Nash ja bisher gar nicht besetzt sozusagen. Deswegen ja hier nochmal der Aufruf, wer will Kevin Nash sein? Und Randy Orton, ich weiß nicht mal, wer er ist. Das ist das Blöde. Und keine Ahnung, ob der aktiv ist. Kein Plan. Und das ist einfach blöd, wenn die Leute nicht aktiv sind und dann die Live-Matches bekommen. Dann ist natürlich schade für einen Goldust, für einen Cody Rhodes, für einen Rob Van Dam. So als Beispiel, die natürlich alle aktiv sind. Dann gebe ich ja lieber denen die Live-Matches, weil da kann ich eher eine Fehde mitbauen, als mit einem Randy Orton, der nicht aktiv ist. Das macht ja wenig Sinn, das versteht ihr wahrscheinlich. So, ein Ric Flair jetzt hier mit seinem Signature-Move. Lester Bad News Barrett aus Bein krachen. Das sieht jetzt gerade momentan so gar nicht gut aus für Bad News Barrett. Mein Favorit, jetzt kämpf dich mal da raus. Eins... Ja, da kommt er direkt bei 1 raus. Das ist natürlich noch besser. Aber Flair macht direkt weiter. Ja, führt er jetzt Barrett in die Seile? Ja, jetzt hängt er da. Was kommt denn jetzt? Jetzt schickt er Wade Barrett über die Seile. Oh, und das kennen wir. Das kennen wir. Jetzt soll's ECW werden. Der DDT auf den Ringrand. Oh mein Gott. Das tat wie aber Bad News Barrett, als wäre nichts gewesen. Macht einfach weiter. Schickt ihn da zurück in den Ring. Ja, der Referee zählt natürlich an. Ja, hier in dem Match gibt's Regeln. Im Main Event, da keiner irgendwie eine Stipulation geschrieben hat, habe ich mich dazu entschieden, es einfach zu einem No-Disqualification-Match zu machen. Finde ich eigentlich ganz gut, ganz passend. Deswegen habe ich es einfach mal gemacht. Schöner Body-Slam da von Flair. Ja, Elbow hinterher, hinten auf den Hinterkopf. Ja, Bad News Barrett muss wirklich jetzt ein bisschen aufpassen. Flair ist gut drin in dem Match.
Vielleicht muss einfach mal der Bullhammer out of nowhere kommen, so ist es doch. Und wenn der kommt, dann denke ich mir, könnte das Match auch relativ schnell entschieden sein. Aber dafür muss natürlich Wade Barrett einfach mal mehr Aktion zeigen. Wie genau den Belly-to-Belly hier. Sehr, sehr schön. Also, wie gesagt, ich bin ein Fan von Wade Barrett. Können vielleicht ihm eine rote Hose installieren. Das wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht. Eine rote Schienbeinschoner wäre vielleicht wirklich gar nicht mal so hässlich. Ah, wieder Flair, schickt ihn in die Seile, aber zurück, Reverse. Und dann dieser Job, der typische Ric Flair Job. Und Überwurf hinterher. Also sieht gar nicht mal so gut aus für Bad News Barrett. 2, 3, und das ist schon der Sieg. Der Sieg für Ric Flair. Ja, dieser DDT da eben auf den Ringrand, der hat sein Übriges getan. Und dann dieser Überwurf gerade. Ja, nicht schlecht. Ric Flair, also der ist wirklich der Wahnsinn. Der kämpft alleine und gewinnt die Matches trotzdem. Es ist einfach nur awesome. Die beiden standen sich ja quasi auch letzte Woche schon gegenüber im Fatal 4-Way Match. Ja, und Flair gewinnt. Es ist wirklich beeindruckend. Woo! Wirklich beeindruckend, wie Ric Flair hier Match über Match, die Einzelmatches, immer wieder gewinnt. Er ist zwar nicht mehr US Champion, aber er wird sich zurückmelden, da bin ich sicher. So, und jetzt wird Ric Flair bestimmt erstmal ganz schnell Backstage gehen und dann wird er sich angucken, was seine beiden Buddies machen. Oder werden auch überhaupt noch beide seine Buddies sind. Jetzt kommen wir zum Main Event, auf das wir alle gewartet haben. Batista gegen Luke Bass. Was haben wir bei SmackDown gesehen? Die Powerbomb, die Batista-Bomb in diesen Cola-Automaten drin. Also wirklich, mehr Hardcore geht quasi nicht. Ja, Luke Bass hat danach das Match gegen Sheamus verloren. Ist aus dem SmackDown-Turnier ausgeschieden. Der wird richtig, richtig sauer sein. Aber Batista seinerseits natürlich auch. Der will sich jetzt endlich, ich sag mal, von diesem Virus, von diesem Bacillus Luke Bass befreien. Die beiden, ich hab's immer gesagt, die beiden sind nicht ganz, ja, geheuer miteinander. Und jetzt treffen sie aufeinander. Age of the Fall bricht auseinander und jetzt kommen wir hier zu diesem Match. Beast vs. Animal, könnte man sagen. Und wir haben ja gesehen, in dem Match von Luke Bass gegen Sheamus, was der wohl in der Lage war, wegzustecken. Das war wirklich awesome. Da kommt Batista. Ja, wie immer, top motiviert, top aufgepusht. Und dann kommen wir jetzt zu Mister. Ich hoffe, er ist bei 100%, weil ich drücke irgendwie ein bisschen Luke Bass die Daumen in diesem Match, denn er wurde attackiert von Batista. Es ist nicht die Schuld von Luke Bass gewesen. Er hat nicht dazu beigetragen, dass Age of the Fall auseinanderbricht. Deswegen, man muss mal abwarten, was dieses Match jetzt bringt. Vielleicht zeigt sich auch Flair. Das wäre natürlich jetzt noch viel, viel geiler, wenn Flair irgendwie ja ins Match eingreifen würde oder vielleicht irgendwie in den Ring kommt und sagt, ja Jungs, vertragt euch wieder oder vielleicht sogar Partei ergreift, dass er vielleicht sich in die Ecke einer der beiden stellt. Das wäre natürlich noch awesome, ne? Also stellt euch das mal vor, wenn er wirklich hier sich gegen einen entscheidet, beziehungsweise für einen entscheidet. Na, der scheint wieder mal, muss man sagen, richtig motiviert zu sein. Und wir wissen ja, was der wegstecken kann. Luke Bass. Ich hätte nie gedacht, dass wir dieses Match mal kriegen, aber jetzt kriegen wir es bei Raw im Main Event. Batista gegen Luke Bass, ich kann es nur nochmal sagen, denn es ist einfach nur ein super Match. Hätte man auch in Pay-Per-View packen können, habe ich mich aber gegen entschieden, weil ja, wie gesagt, das Handicap-Match ansteht von The Shield gegen Ric Flair und gegen Luke Bass. Und jetzt einfach mal gespannt dieses Match angucken und der erste Move hier kommt von Luke Bass. Ja, aber Batista natürlich, das Match ist halt wieder so komplett ausgeglichen. Wir haben auf beiden Seiten den Powerhouse, der richtig viel wegstecken kann. Da kann man nicht einfach mal sagen, jo, der wird nach dem ersten Move, dem ersten harten Move liegen bleiben. Das kann richtig, richtig hart werden, das Match. Ja, aber Batista hebt jetzt hier Luke Bass an. Samoan Drop, nee, da vorne. Oh, das ist aber mal eine Aktion. Wenn die zwei Heavyweights zeigen, sieht die richtig beeindruckend aus. Und das erste Cover. 1, 2, da kommt Luke Bass nochmal raus. Ich dachte, was ist das denn jetzt? Blieb da bis zwei liegen. Und jetzt da Batista. Steht da ganz ungünstig und wird zurück in den Ring geschleudert. Wie gesagt, no disqualification. Die beiden können wirklich ihren kompletten Frust aneinander auslassen. Kein Rope Break, kein
auszählen oder sonst was. Allerdings Pin und Submission natürlich im Ring. Nicht Falls Count Anywhere oder so, es muss schon im Ring stattfinden. Also quasi ein Street Fight, so könnte man es nennen. Und das nächste Cover, wieder von Batista, eins. Ah, das sieht aber hier gar nicht gut aus für Luke Basker. Sieht jetzt hier Move über Move. Aber jetzt Luke Basma. Ja, Irish Rip in die Seile. Jetzt kommt Batista natürlich zurück. Schöner Überwurf gegen The Animal. Es ist wirklich The Animal gegen The Beast. The Beast versus The Animal. Muss ich vielleicht als Videotitel nehmen. Wirklich nice. Gefällt mir gut. Aber bisher Flair nicht am Ring. Vielleicht hält er sich auch einfach komplett raus. Aber ich bin halt gespannt, ob das bis zum Ende so bleibt. Oh, Electric Chair Drop. Das ist ein Electric Chair Drop. Jawohl. Und der geht auch noch durch. Und das Cover. Eins, zwei, drei, nein. Wow, also ich mache mir ein bisschen Sorgen, weil die Cover-Versuche schon sehr, sehr weit gehen. Ich glaube einfach, dass Luke Bass doch noch angeschlagen ist vom Match von Sheamus und natürlich diese Aktion von Batista bei SmackDown. Liegt ja gerade mal 3 Tage zurück bei uns. Dieser Powerbomb, Batista-Bomb durch den Cola-Automaten oder in den Cola-Automaten, das hat fürchterlich wehgetan. Im Match gegen Sheamus konnte er noch alles abrufen, hat am Ende aber doch verloren. Und dann jetzt natürlich, jetzt spürt er vielleicht doch, dass es nicht so über ihn hinweggegangen ist, wie er gedacht hat. Da kommt der Clothesline from Hell. Cover. Eins, zwei, nein, das ist es nicht. Batista kickt out. Und jetzt muss Luke Bass natürlich weitermachen. Aber jetzt Batista, als hätte der Clothesline from Hell ihn geweckt. Batista-Bomb. Und das wird die Entscheidung gewesen sein. Da bin ich mir eigentlich 100% sicher. Eins, zwei, drei. Sozusagen auch 3-0 für Batista. Erst der Angriff, dann die Batista-Bomb bei SmackDown und jetzt der Sieg im Einzelmatch. Batista gewinnt also dieses Match. Das ist auf jeden Fall mal ein Statement. Und jetzt Batista... Nein. Oh, was hat er jetzt vor? Er geht nicht raus. Und er attackiert weiter Luke Bass. Also da zeigt sich einfach, wie verbissen die beiden sich einfach hassen. Das ist einfach gar nichts mehr mit Partnerschaft und Bruderschaft. Age of the Fall ist, glaube ich, offiziell auseinandergebrochen. Das kann man jetzt spätestens so sagen. Flair hat sich komplett rausgehalten. Das war Raw. Das war die letzte Ausgabe vor dem Pay-Per-View. Four Over the Limit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns. Bis dahin. Hell yeah.